Die Polizei im Land steht gut da und die Polizeireform des Innenministeriums ist erfolgreich. Das ist nicht etwa die blauäugige Sicht von Innenminister Reinhold Gall. Zu diesem Schluss kommt ein vom Ministerium in Auftrag gegebenes externes Gutachten. Gall sieht sich in seiner bisherigen Arbeit dadurch natürlich bestätigt. Das Ergebnis der Analyse erfülle ihn mit Stolz. Besonders die viel kritisierte Personalumstrukturierung lobte der als Gutachter beauftragte Joachim Hesse vom Internationalen Institut für Staats- und Europawissenschaften. Das Ministerium habe ein Zwei-Ebenen-Modell geschaffen, in dem es die Führungsebene gebündelt, die mittleren eben minimiert und die Basiseinheiten gestärkt habe. Das ist eine pfiffige Idee, weil sie auf die Art und Weise natürlich Personal in den aufgelösten Mitteleinheiten zur Verfügung hatten, die dann in diesem Reformprozess zu einer Stärkung der Basiseinheiten, also der Polizeireviere, führten mit jeweils zwei Personen, Vollzeitäquivalenten, wenn ich das technisch sagen darf, pro Revier. Die Bündelung von bisher 4 Landespolizeidirektionen mit 37 Präsidien und Direktionen auf jetzt 12 vergleichbare und leistungsstarke Regionalpräsidien sei in Hesses Augen finanziell nachvollziehbar und überzeugend. Lob auch für die Bildung von 3 Spezialpräsidien. Das macht Sinn, dass man sektoral ausdifferenziert zur territorialen Ausdifferenzierung und die Interaktion herstellt. Die Vorbereitung ist klug angelegt und technisch überzeugend. Man wird warten müssen, ob das sich im Verfahren auch dann so einspielt. Interessant sei auch die Investitionsbilanz. So gebe die Landesregierung laut Gall jährlich rund 170 Millionen Euro mehr für die Polizei aus als die Vorgängerregierung. Auch seien in den vergangenen 20 Jahren nie so viele Polizeibeamte eingestellt worden wie unter Grün-Rot. Dennoch sieht Hesse Verbesserungsmöglichkeiten, etwa beim Präsidium Technik, Logistik und Service, das aufgrund seiner Lage nur schwer geeignetes Personal findet. Weiter. Die Reform hat eine gewisse Asymmetrie und Ungleichzeitigkeit. Warum? Weil sie eben den Übergang zu einem Zwei-Ebenen-Modell beschrieben hat. Und mein dritter Nachbesserungsbedarf, der richtet sich generell auf die Personalentwicklung. Man muss einfach sehen, meine Damen und Herren, dass es große Schwierigkeiten macht, geeignetes Personal für den Polizeidienst zu gewinnen. Alles in allem ist das Ergebnis der Analyse aber ein klarer Beweis für Gall, dass er richtig gehandelt hat. Die Reform sei fachlich notwendig gewesen. Sie habe polizeiliche Gründe und Gründe der Sicherheit gehabt. Sie sei nicht aus politischen Motiven entstanden. Nichtsdestotrotz hat die Opposition jetzt eine mehrjährige politische Debatte über die Notwendigkeit dieser Reform entfacht. Wobei ich in den zurückliegenden Monaten festgestellt habe, dass so gut wie gar keine inhaltlichen Debatten mehr geführt werden und auch keine inhaltlichen Argumente der CDU kommen. Ihm selbst habe die Analyse auf jeden Fall 2 Punkte klar gemacht. Die Reform beinhaltet keine wirklich kritischen Punkte. Aber dennoch haben das Ministerium und die Polizei noch einiges vor sich.